was Ihnen nicht gefallen hat oder was Sie regelrecht geschockt hat, ist, als Sie gesehen haben, was Ihr Vater da gearbeitet hat. Weil ich meine, Stahlarbeiter hört sich aus heutiger Sicht ja schon beinahe wirklich total vergangen an. Aber das ist ja schwere Arbeit gewesen. Das war, das kann ich Ihnen wirklich nur sagen, das war der Wahnsinn. Und der hat mich natürlich wie immer, jeder Vater nimmt sein Kind gerne mal mit zur Arbeit und zeigt, was Papi macht. Und ich muss sagen, mein Papa war wirklich stolz auf seine Arbeit. Ich habe immer gedacht, Arbeiten findet in einem geschlossenen Raum statt. Arbeiten heißt irgendwie einen Papierstapel auf die andere Seite räumen oder irgendwie. Und dann stehe ich da eigentlich im Freien, vor mir ein Hochofen, der aussieht wie eine mega große Hochhausbirne. Plötzlich geht dieses Ding auf mit einem Sound, das mir wirklich Stein und Bein gefroren ist. Und dieser Ofen spuckt dann gleißenden 20.000 Grad heißen Stahl aus. Die Männer, die aussehen wie kleine in Aluminiumfolie gewickelte Hutzelmännchen, springen mit Stangen in irgendwelchem Sand rum und versuchen, diesem laufenden, glühenden Stahl irgendeine Richtung zu geben. Ich habe gesagt, Papa, bring mich Hause. Ich habe echt gedacht, wirklich, Satan persönlich und seine Legionen erbrechen sich auf unsere Welt.